sich beim Ein- und Ausatmen mitzuteilen, aufnehmen und weitergeben. Das könnte sein Motto sein. Als Musiker, Kulturmanager und Wahlberliner. Die Stadt hat Sören Birke nicht mehr losgelassen, seit er kurz vor der Wende hierher kam. Berlin ist für mich ein unglaublicher Ort. Ich lebe seit 20 Jahren hier, habe mich vor 30 Jahren in diese Stadt verliebt. Eine Stadt voller Geschichte und Geschichten. Immer wieder neue Begegnungen mit Menschen, die man vorher nicht kannte. Wenn man neugierig ist, findet man hier permanent Stoff zum Weiterleben. Die Stadt ist so liebens- und lebenswert, weil diese Mischung aus Provinz und Metropole und Urbanität hier zu finden ist. Und ich würde Ihnen gerne 3 Orte zeigen, an denen ich sehr gerne bin. Sein erster Tipp ist die Kulturbrauerei. 1990 wurde die Ruine im Prenzlauer Berg von Künstlern und Kreativen besetzt. Mittlerweile steht die renovierte Brauerei aus dem 19. Jahrhundert für eine gelungene Symbiose von Kunst und Kommerz. Im Maschinenhaus, einem von mehreren Veranstaltungsorten, finden regelmäßig Konzerte statt. Also das Besondere an der Kulturbrauerei ist, wenn man hier einmal ankommt, dass man das Gefühl hat, in einer neuen Stadt zu sein. Also eine kleine Stadt innerhalb der großen Stadt Berlin. Es gibt einem das Gefühl von Oase einerseits, aber andererseits auch von etwas Lebendigem und etwas, was man sonst auf der Straße nicht erlebt. Also ein Abstand zum Alltag und gleichsam auch wieder ein Eintauchen in neue Welten. Wenn es Abend wird, zieht es Sören Birke oft an den Rosenthaler Platz. Das geschäftige Treiben erinnert ihn immer wieder daran, dass die Stadt sich beständig erneuert und gleichzeitig vertraute Heimat sein kann. Kreuzungen haben für mich eine besondere Magie. Man sieht das Leben kommen und gehen. Dieser Platz allerdings, diese Kreuzung, so Rosenthaler Platz, ist insofern noch besonders für mich, weil ich diesen Ort schon seit 20 Jahren kenne. Wir sind hier ganz in der Nähe der ehemaligen Mauer und an diesem Ort war vor 20 Jahren gar nichts. Und es war interessant und lehrreich zu sehen, wie sich diese Kreuzung entwickelt und wie wunderbar hier jetzt das Berliner Leben pulsiert. Als Kulturmanager ist Sören Birke auch nachts ständig unterwegs. Ihn treibt die professionelle Neugier, ebenso wie seine Leidenschaft für Musik. Seine letzte Empfehlung ist der Schokoladen, eine in der Wendezeit besetzte ehemalige Schokoladenfabrik, in der es immer etwas zu entdecken gibt. Der Schokoladen hier in Mitte ist für mich ein ganz toller, unglaublich ungewöhnlicher Ort. Steht für Berlin, steht für Innovation, künstlerische Innovation. Hier werden junge, unbekannte Künstler präsentiert aus aller Welt. Sie kommen mit ihren Instrumenten, manchmal selbst gebaut, manchmal neueste Technologien. Für mich ist der Schokoladen auf jeden Fall ein Besuch wert. Für mich ein popkulturelles Labor. It's not bad. It's Und das ist für Sören Birke das Einzigartige, dass sich die Stadt in den letzten 20 Jahren so vielfältig entwickelt hat. Und dass es im Berliner Nachtleben immer noch Nischen gibt, in denen sich ständig etwas Neues offenbart.